Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Willkommen heute bei Kapitel 3.3 und 3.4, Bestimmung von Stammfunktionen und Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung Teil 1. Ihr wundert euch vielleicht, warum zwei Kapitel. Wir wollen zwei jetzt zusammenführen, weil thematisch gehören die auch zusammen. Damit es aber nicht so lang geht, die Videos, teilen wir es trotzdem auf in zwei Videos. Gut, wir fangen aber erstmal mit was Einfachem an, was ihr schon kennt, und zwar differenzieren. Oder auch umgangssprachlich ableiten genannt. Das kennt ihr, wir haben die Funktion. Wenn man sie ableitet, hat man f', wenn man sie nochmal ableitet, hat man f2', und wenn man sie nochmal ableitet, hat man f3' und so weiter. Das kennt ihr. Aber, was ist eigentlich hier? Dieser ganze Freiraum da, da muss doch auch irgendwas sein. Es muss doch auch irgendwas sozusagen davor geben. Gibt es da was, Herr Thein? Ja, wir bräuchten praktisch eine Funktion, die, wenn man sie ableitet, f von x ergibt. Mhm. Und es gibt auch eine. Das ist die sogenannte Stammfunktion, die haben wir schon im Titel. Und man schreibt dafür ein großes f von x. Man könnte jetzt nicht schreiben f und dann Minusstrich, das würde irgendwie doof aussehen, sondern man hat sich da hat es einfach definiert, dass man ein großes f dafür nimmt. Und Stammfunktion kann man sich so merken, es ist einfach die Funktion, von der unser normales f von x abstammt. Und man kann entweder in diese Richtung gehen, also immer differenzieren bzw. immer ableiten, oder es geht auch die andere Richtung, also dass man hier von der Funktion auf die Stammfunktion schließt oder auch von der Ableitung auf die Funktion oder von der zweiten Ableitung auf die erste Ableitung und so weiter. Und die Richtung ist neu, das haben wir bisher noch nicht gemacht. Genau. Und diese Richtung wollen wir heute machen. Man nennt das integrieren oder auch aufleiten. Entsprechend. Das ist auch umgangssprachlich, aber da wir das Wort ableiten benutzen, haben wir uns dafür entschieden, auch aufleiten als Wort zu benutzen, weil das uns dann klar macht, das ist das Gegenteil vom Ableiten. Aber in Anführungszeichen, damit uns klar ist, das ist jetzt keine unbedingt saubere mathematische Sprechweise so. Richtig, genau. Wir verwenden sie jetzt im Unterricht, aber normalerweise, wenn ihr mit Mathematikern reden würdet, sagt ihr differenzieren und integrieren. So richtigen echten Mathematikern. Auch echte Mathematiker. Natürlich, klar. Und jetzt üben wir das mal. Erstmal noch die normale Richtung, diese orange, die ihr kennt. Das heißt, wir haben hier die Stammfunktion gegeben, x hoch 5, und wollen zur Funktion. Das heißt, die orange Richtung, die kennt ihr schon. Das hier jetzt auch mal orange. X hoch 5, die Ableitung ist ganz klar, 5x hoch 4. Jetzt habe ich hier nochmal 1 Fünftel x hoch 5, muss man überlegen. Okay, 5 kommt runter, mit dem 1 Fünftel gibt es 1, dann hat man nur noch x hoch 4. Der Exponent wird ja 1 kleiner. Ihr seht immer, von hier nach hier wird der Exponent 1 kleiner. Hier auch 1 kleiner. Das heißt, wenn wir jetzt die andere Richtung machen wollen, hier steht x hoch 3, 4 muss uns jetzt mal gar nicht kümmern, hier steht x hoch 3. Das heißt, wenn wir jetzt die andere Richtung wollen, die blaue, also von der Funktion auf die Stammfunktion kommt, das ist auch mal blau, wenn wir also aufleiten wollen, muss hier das 1 höher werden, muss hier x hoch 4 stehen. Jetzt können wir die Probe machen, können gucken, passt das schon? X hoch 4 abgeleitet gibt 4x hoch 3. Das passt. Also haben wir hier die Stammfunktion x hoch 4 schon gefunden. Wunderbar. Beim nächsten kannst du mal Latein erklären. Gut, wir haben x hoch 3. Das heißt, bei der Stammfunktion muss der Exponent wieder um 1 hochgehen. Also haben wir dann auch x hoch 4. Haben wir Glück, passt es hier auch. Die Ableitung von x hoch 4. Na, das 4 kommt als Vorfaktor davor. Es müsste 4x hoch 3 sein. Na, ist es nicht. Es ist nämlich nur x hoch 3. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Vorfaktor, der dafür sorgt, dass dieses 4 mal wegfällt. Naja, und mit was muss man 4 multiplizieren, damit jetzt sozusagen nur noch 1 davor steht? Mit 1 Viertel, mit dem Kehrwert davon. 4 mal 1 Viertel ist 1 und 1 unten können wir auch weglassen, dann haben wir unser x hoch 3. Und hier ist es im Endeffekt ähnlich. X Quadrat, wir wollen wieder aufleiten, ist wieder 1 höher, der Exponent, x hoch 3. Und ist wieder, wenn wir die Probe machen würden, ableiten, wird die 3 nach vorne kommen, hätten wir 3x Quadrat. 3 wollen wir wieder im Endeffekt wegkriegen, also müssen wir es noch multiplizieren mit 1 Drittel. Und hier seid ihr mittlerweile sicher auf den Dreh gekommen, wieder Exponent 1 größer, x Quadrat, und einfach wieder 1 halb vorne dran schreiben, damit sich das 1 halb mit dem 2 wieder zu 1 sozusagen auflöst. Okay, kommen wir mal zu x hoch 0. X hoch 0, überlegen wir uns ganz genauso. Wir erhöhen den Exponenten um 1, dann haben wir x hoch 1. Wenn man das ableitet, kommt es 1 davor, oben wird 1 reduziert um 1, haben wir x hoch 0, das passt. Was wir nur dran denken sollten, es könnte uns auch mal passieren, dass unten nicht x hoch 0 steht, sondern fieserweise was anderes unten steht.
Es könnte nämlich sein, dass unten x hoch 0 gleich 1 steht. Entschuldigung, ich wollte nur ergänzen noch hier, dass x hoch 1 ist ja einfach x, da können wir auch einfach x schreiben, damit das nochmal klar ist. Was wollten Sie genau, hier weitermachen? Jetzt nochmal kurz gedankenmäßig, dass wir auch draufkommen, einfach nochmal die Schwarz nehmen bitte, dass unten genauso gut stehen könnte, ist gleich 1. Anstatt x hoch 0 steht einfach nur 1. Und dann müssen wir wissen, dass wenn man 1 aufleitet, das ist ja gerade x hoch 0, das wäre x. Also 1 aufgeleitet gibt x. Gut, gehen wir mal weiter. Seht ihr hier, wir haben x hoch 3 aufgeleitet, x hoch 2, x hoch 1, x hoch 0. Jetzt müsste eigentlich x hoch minus 1 kommen. Das ist aber ein Sonderfall. Machen wir später. Kommen wir mal x hoch minus 2, da geht es nämlich ganz genauso. Machen Sie wieder 1 größer, also x hoch minus 1. Vorsicht, immer noch dran denken, im negativen Bereich bedeutet größer machen, dass wir näher an die 0 kommen, dass also der Betrag der Zahl kleiner wird. Auch hier wieder aufpassen. Das müssen wir uns wieder denken, wenn wir das ableiten, kommt das minus 1 nach vorne. Und dann würde ja abgeleitet stehen minus x hoch minus 2. Na, das stimmt nicht ganz. Hier steht ja kein Minus, hier steht ein Plus. Also muss hier auch ein Minus davor. Ja. Gut, bei der nächsten probiert es vielleicht gerade mal selber. Wir pausieren mal einen ganz kurzen Moment. Schaut mal, ob ihr das schon hinbekommt. Geht so ähnlich. Und Action. Gut, geht genauso. Wir machen hier wieder um 1 größer den Exponenten, also x hoch minus 2. Und überlegen wieder, naja, okay, wenn wir es ableiten, würde ich minus 2 nach vorne kommen, dann würde ich stehen minus 2 mal x hoch minus 3. Das wollen wir nicht. Also müssen wir machen 1 durch minus 2. Minus können wir vorziehen, also haben wir minus 1 halb mal x hoch minus 2. Immer wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr die Probe machen. Das heißt einfach das, was hier oben steht, einfach mal ableiten und gucken, ob das rauskommt. Und dann passt's. Bei Sinus und Cosinus gibt es einen kleinen Trick, und zwar das Rad. So, wenn hier also der Sinus stehen würde in dem Rad, Sinus von x, und hier der Cosinus von x stehen würde, wie geht es dann einfach weiter? Gut, wir überlegen mal, oben der Sinus, wenn wir jetzt im Uhrzeigersinn gehen, dann kommt der Cosinus, das entspricht der Ableitung, wissen wir, Ableitung vom Sinus ist der Cosinus. Deswegen machen wir auch in dieser Regel den normalen Pfeil wieder. Das normale Ableiten geht immer in diese Richtung. Gehen wir einen Schritt weiter. Cosinus abgeleitet, versucht euch zu erinnern. Genau, das ist der Minus Sinus. Und Minus Sinus abgeleitet, der Minus Cosinus. So, bringen wir das Rad schnell zu Ende. Überlegungsmäßig für uns, wenn der Herr Freinich die Pfeile ergänzt. Minus Cosinus abgeleitet. Naja, wir überlegen uns, Cosinus abgeleitet gibt Minus Sinus. Jetzt steht ein Minus aber schon mit davor. Also Minus mal Minus gibt Plus. Und dann bleibt nur der Sinus übrig und wir landen oben wieder bei unserem Sinus. Also in diese Richtung stimmt das Rad auf jeden Fall. Und das Schöne ist, fürs Integrieren, das Aufleiten, müssen wir es jetzt genau andersrum machen. Je nachdem, bei welcher Funktion wir starten, die aufgeleitet gibt die Funktion, die entgegengesetzt des Uhrzeigersinns als nächstes kommt. Also Sinus von x, aufgeleitet, so wie es oben in der Tabelle verlangt wird, kann man gerade ablesen, ist minus Cosinus x. Und Cosinus von x, da fangen wir hier an, gehen den blauen Pfeil lang und landen beim Sinus x. Auch hier kann man die Probe machen. Ableitung vom Sinus ist der Cosinus. Ableitung von f von x ist klein f von x. Passt. Und jetzt kommt mein Lieblingsbeispiel. E hoch x gibt abgeleitet, e hoch x gibt aufgeleitet, auch e hoch x. Das ist super. Mache ich am liebsten. Schön einfach, gell? Mhm. Ohne nachdenken. Ja, das kann ich. Aber ich kann auch das, 4e hoch 4x. Denn ja, die E-Funktion, abgeleitet oder aufgeleitet, kann man sie erstmal hinschreiben. Das ist der erste Schritt. Das heißt, wir schreiben e hoch 4x einfach mal hin. Und dann gehen wir rückwärts. Dann überlegen wir uns das abgeleitet. Okay, gibt e hoch 4x, aber mal die innere Ableitung, mal die Ableitung der inneren Funktion, Entschuldigung, mal die Ableitung der inneren Funktion. Die innere Funktion ist 4x, also einfach mal 4. Und dann passt ja, 4e hoch 4x steht einfach wieder da. Wunderbar. Und wie geht es jetzt bei e hoch 4x? Die probiere ich mal. Gut. Also, wir nehmen einfach das e hoch 4x, das bleibt erstmal e hoch 4x, schreiben wir hin. Ja, nur hat mir der Herr Fähnlich das jetzt das wesentlich blödere Beispiel überlassen. Denn leiten wir ab, e hoch 4x bleibt e hoch 4x. Aber wir wissen ja, mal der inneren Ableitung, also mal der Ableitung der inneren Funktion. Die Ableitung von 4x, hat der Herr Fähnlich gerade eben gesagt, ist 4. Das heißt, hier würde man 4 mal als Faktor davor schreiben.
Wir müssen jetzt sozusagen irgendwas davor schreiben, das mit 4 multipliziert gerade wieder 1 gibt. Und das ist ein Viertel. Also auch hier ein Viertel als Vorfaktor mal 4 wird 1 und dann steht unser e hoch 4x. Gut, und jetzt hat der Teil dieses Beispiel genommen. Das schwierigste Beispiel ist jetzt das. Da kommt es alles zusammen. Das ist eines der schwierigsten Beispiele, das ihr kennenlernen werdet in eurer Schulkarriere. Und zwar haben wir hier eine innere Funktion, 3x plus 5, und eine äußere Funktion, die ist hoch 7 im Endeffekt. Irgendwas hoch 7. Genau, irgendwas hoch 7. Geht aber wieder ähnlich. Wir schreiben das einfach mal wieder hin. 3x plus 5. Und was wir machen, genauso wie hier vorne, Exponent ist immer 1 größer geworden. Hier wird auch 1 größer, das heißt dann hoch 8. Und jetzt kommt die Regel wie hier vorne auch wieder. Erstmal, dass wir hier schreiben 1 durch 8. Denn wir überlegen, ja, wenn wir das ableiten würden, wird die 8 wieder noch vorkommen. Mit dem 1 Achtel zusammen, das 8 mal 1 Achtel gibt wieder 1. Und hier vorne steht ja 1. Man könnte jetzt meinen, super, wir sind schon fertig. Die 8 haben wir nach vorne geholt, gleicht sich mit dem 1 Achtel aus. Wir reduzieren es oben um 1, prima. Fertig. Aber, dran denken, als wir die Kettenregel gemacht haben, haben wir gesagt, bei solchen Funktionen müssen wir auch noch das Ganze multiplizieren mit der Ableitung der inneren Funktion, also 3x plus 5. So. Wenn wir das ableiten, 3x plus 5 abgeleitet, bleibt gerade 3 übrig. Das heißt, unten bei der schwarzen Funktion müsste noch der Faktor mal 3 stehen. Der steht da aber nicht unten. Obwohl diese 3 ja als Faktor da oben dazukommt. Also müssen wir hier oben neben dem 1 Achtel nochmal was ergänzen, das sozusagen die 3 ausgleicht. Und das wäre in dem Fall, die 8 wurde mit 1 Achtel ausgeglichen mit dem Kehrwert, also gleichen wir auch 3 mit dem Kehrwert aus, indem wir den Faktor mal 1 Drittel ergänzen. Und in der Tabelle hier mache ich es jetzt nicht, aber normalerweise wird man es auch noch vereinfachen zu 1/24 mal Klammer auf 3x plus 5 Klammer zu. Hoch 8. So, und jetzt haben wir in diesen ganzen Beispielen schon ganz viel abgearbeitet und es ist wirklich eine Menge. Ich weiß, es ist verwirrend, aber viel kommt da gar nicht mehr. So, und diesen ganzen Teil, diese ganzen Beispiele, die wir hatten, die übernehmt ihr jetzt mal ins Heft und danach kommt der allgemeine Teil. Wir definieren erstmal noch den neuen Begriff. Eine Funktion groß f heißt Stammfunktion zu einer Funktion klein f, wenn gilt, dass die Ableitung von groß f von x gerade f von x ist. Dazu eine Anmerkung, wenn wir ab jetzt von Funktionen reden und die irgendwie sagt, ja, das ist der Graph der Funktion f, sagt dazu groß f oder klein f im Unterricht, sonst wissen wir nicht, wovon ihr redet. Kann man recht schnell durcheinander kommen. So, jetzt haben wir vorhin an den ganzen Beispielen dieses neue, in Anführungszeichen, Aufleiten, ja schon einige Male gemacht. Und aus diesen Aufgaben heraus lassen sich im Prinzip 2 wichtige Regeln aufschreiben, mit deren Hilfe ihr die meisten von diesen Aufleitungen sofort hinkriegen solltet. Zum einen, hier Regeln zur Bestimmung von Stammfunktionen. Zur Funktion f von x ist gleich x hoch r. Wichtig dabei, r darf nicht minus 1 sein. Das ist ein einziger Fall, ein Sonderfall, auf den wir gleich eingehen werden. Zu dieser Funktion ist dann groß f von x gleich 1 durch r plus 1 mal x hoch r plus 1 eine Stammfunktion. Wichtig ist auch eine Stammfunktion, nicht die Stammfunktion. Hat auch mit was zu tun, was wir euch gleich noch zeigen. Nochmal ein Beispiel dafür. F von x ist x hoch 4. Dann ist die Stammfunktion 1 durch 4 plus 1 mal x hoch 4 plus 1. Und diese Summen vorne im Faktor und oben im Exponenten, die vereinfachen wir natürlich noch zu 1 Fünftel x hoch 5. Die zweite wichtige Sache ist, wenn wir so eine Funktion haben, f von x, die sozusagen wieder aus einer äußeren Funktion g von irgendwas besteht und hier einer inneren Funktion cx plus d, dann ist wichtig, dass deren Stammfunktion sich dadurch bildet, dass wir von diesem c, was innen als Faktor vom x steht, den Kehrwert vorne hinschreiben, 1 durch c, und das Ganze multiplizieren mit der Stammfunktion von der äußeren Funktion, also von g von irgendwas. Und so allgemein sieht es immer ein bisschen schwierig aus, wie es da hingeschrieben ist. An dem Beispiel wird es klarer. Wir haben hier ein Beispiel f von x ist Klammer auf 2x plus 3 hoch 4. Dann ist die Stammfunktion, geht ähnlich wie oben. Wir haben wieder 1 Fünftel mal innere Funktion hoch 5. Und innen steht jetzt dieses 2x plus 3. Also wir haben 1 Fünftel mal Klammer auf 2x plus 3 Klammer zu hoch 5. Und dann müssen wir noch überlegen,
R mal 1 durch C und 1 durch 2, also mal 1/2. Gibt dann ein Zehntel mal Klammer auf 2x plus 3, Klammer zu, hoch 5. So, und jetzt noch zu den zwei Ausnahmen, die von denen der Herr Thein gesprochen hat. So, noch zwei wichtige Sachen. Zum einen, die Funktion f von x ist x hoch minus 1, beziehungsweise, wisst ihr, kann man es auch schreiben als 1 durch x. Können wir überlegen, okay, wie mache ich es da? Wenn man jetzt sagt, naja, ganz genauso nach Regel, wir nehmen den Exponenten und erhöhen ihn um 1, könnte man sich denken, f von x ist doch gerade x hoch 0. Wunderbar, da ist aufgeladen, ist x hoch 0. Jetzt aber Vorsicht, machen wir mal die Probe. X hoch 0 ist 1. Und was ist die Ableitung von 1? Das wissen wir, das ist 0. Das ist nämlich gerade eine Konstante, da ist kein x mehr dabei. Die Ableitung hiervon wäre 0. Und 0 ist mitnichten das gleiche wie 1 durch x. Also ist das hier auf keinen Fall die Stammfunktion hiervon. Deswegen machen wir das gleich wieder weg. Was die Stammfunktion hiervon ist, ist nicht so einfach zu erklären. Wir sagen es euch aber und ihr solltet es euch auf jeden Fall merken. Und zwar die Stammfunktion von 1 durch x bzw. x hoch minus 1 ist gerade der natürliche Logarithmus von x. So, und jetzt kommen wir zum zweiten. Der Thein hat oben gesagt, eine Stammfunktion. Und es ist ganz wichtig, eine, denn es gibt mehrere. Überlegen wir mal, warum. Also, wir haben f von x ist 3x². Jetzt steht ja auch die Ableitungsrichtung auch da, mal da, dass die Ableitung 6x ist. Da ist klar, da gibt es nur die eine. Das ist auch dann die Ableitung. Das ist ganz klar. Jetzt nochmal diese andere Richtung. Also, die übliche, die wir kennen, die wir auch vorhin hergeleitet haben, wäre ja Groß F von x ist Exponenten um 1 größer machen, also x hoch 3. Und das passt ja, wenn wir da die Probe machen und das ableiten, kommt ja die 3 nach unten und es steht 3x² da. Super, weil das ist auf jeden Fall eine Stammfunktion. Eine andere wäre aber, Groß F von x ist x hoch 3 plus 1. Warum ist das eine? Überlegen wir uns mal. Okay. Machen wir die Probe, leiten es ab. X hoch 3 abgeleitet, gibt 3x². Und das 1 fällt ja weg. Wenn wir 1 ableiten, gibt die Null. Ableitung 0. Und dann steht auch 3x² ab. Das heißt, das ist auch eine Stammfunktion. Und dann gibt es unendlich viele Stammfunktionen, nämlich auch Groß F von x ist x hoch 3, zum Beispiel minus 8 oder minus 9 oder minus 10 oder plus 113.284, wäre auch Schreibe ich eine nicht auf. Stammfunktion. Ja, wäre auch ein bisschen viel. Wie man seht ihr, es gibt unendlich viele Stammfunktionen. Okay? Was das heißt, wenn man den Graphen dann von einer Stammfunktion zeichnen will, heißt es, dass man nie genau weiß, wie hoch der ist, also wo auf der y-Achse der sozusagen anfängt. Den kann man auf der y-Achse beliebig nach oben und nach unten verschieben. Gut, jetzt kommen wir mal zu Aufgaben, wo wir das Ganze erstmal üben werden. So, Aufgabe 1 ist einfach eine Aufgabe, wo ihr mehrere Stammfunktionen bestimmen sollt, also Groß F von x bestimmen sollt. Hier haben wir A, B, C, D und E. Lest euch durch, probiert sie selber. Eine Anmerkung bei C, hier steht 3 durch x. Ihr wisst ja, das könnt ihr umschreiben als 3 mal 1 durch x. Und dann wisst ihr, wie das geht. Und es sollte eigentlich dann kein Problem sein. Schaut mal, wie ihr damit zurechtkommt. Okay, Aufgabe 1a, die Stammfunktion ist dann einfach 1 Achtel mal x hoch 4. Bei der b, die Stammfunktion ist dann einfach 2 Drittel mal e hoch 3x. Bei der c, das ist ein bisschen schwierig, da schreiben wir es um als 3 mal 1 durch x. Die 3 bleibt einfach stehen. Bei der Ableitung wie bei der Aufleitung bleibt sowas einfach stehen. Mal, die Aufleitung ist der ln von x. Bei der d, das ist ein bisschen schwieriger, das Groß f von x. Ein Zehntel mal, Klammer auf, 5x plus 2, Klammer zu, 10 mal ein Fünftel, fasst man zusammen zu ein Fünfzigstel mal, Klammer auf, 5x plus 2, Klammer zu, 10. Die E bestimme mindestens drei Stammfunktionen der Funktion f von x gleich x hoch 20. Naja, erstmal x hoch 20 wissen wir, ist ein 21stel x hoch 21, also eine Stammfunktion. Und bei der anderen habe ich einfach einen konstanten Summanden drangehängt, hier einmal plus 5 und hier einmal minus 8. Ja, und damit ist Aufgabe 1 erledigt. Ich hoffe, ihr hattet ein paar richtig.
Und jetzt kommen wir zur Aufgabe 2 mit dem Latein. Die wird knifflig. So, zur zweiten Aufgabe. Welche Stammfunktion von f von x gleich, Klammer auf, x plus 3, Klammer zu, im Quadrat, hat an der Stelle 0 den Funktionswert 1? Das heißt also, ihr sollt eine Stammfunktion bestimmen. Wir haben ja vorhin gesehen, es gibt ganz viele. Nur eine davon wird eben diese Bedingung da erfüllen. Versucht mal herauszufinden, ob ihr mit ein bisschen Probieren auf die Funktion kommt. Wir schauen uns gleich an, wie das Ganze funktioniert. Zunächst mal bestimmt man einfach nach den Regeln, die wir bisher auch gemacht haben, die Stammfunktion. Wir haben hier, wenn wir es uns zurück überlegen, der Exponent erhöht sich wieder um 1. Und damit sich das ausgleicht, weil hier ja kein 3 davor steht, brauchen wir wieder das 1 Drittel. Die Ableitung der inneren Funktion müssen wir hier jetzt nicht beachten. Geschickterweise ist es gerade x und die Ableitung von x wäre 1 und der Faktor 1, der hier dazu kommt, ändert natürlich nichts. So, das wäre wie gesagt nur eine Stammfunktion. Das wäre jetzt ein großer Zufall, wenn hier das mit der 0 schon funktionieren würde. Deshalb sagen wir, okay, wir machen ein plus c. Das steht jetzt allgemein für alle möglichen konstanten Zahlenwerte, die wir mit ranhängen können. Und schauen mal, wie müssen wir dieses c wählen, damit diese Bedingung erfüllt, dass es bei 0 Funktionswert 1 ist. Wir wollen also, dass Groß f von 0 1 wird. Wir setzen hier oben für x die 0 ein und das Ganze gleich 1. Das setzt man jetzt ein, vereinfacht es ein bisschen und kommt dann irgendwann auf 9 plus c ist 1. Thermumformung, wir holen die 9 rüber und erhalten, dass c gleich minus 8 ist. Das heißt, das setzen wir hier oben rein und aus dieser unendlichen Menge an Stammfunktionen wissen wir jetzt eine, die abgeleitet das hier ergibt und zusätzlich die Bedingung erfüllt, dass wenn wir 0 einsetzen, dass hierfür der Wert 1 rauskommt. So, das war's dieses Mal hier für dieses Video. Teil 2, wie gesagt, ist das nächste Video, aber das werden wir jetzt erstmal eine Weile üben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.